Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute möchte ich euch zwei Super Nintendo Homebrew Spiele vorstellen. Und zwar hat der Matthias quasi dran Schuld. An der Stelle viele Grüße an dich. Der hat mich angeschrieben und der hat mit seinen Kumpels dieses wunderbare Spiel hier entwickelt. Und hat mir noch so einen Tipp gegeben, was es noch so für ein Spiel gibt, nämlich Super Mario Land, konvertiert für das Super Nintendo. Ist richtig, richtig geil. Ich zeige euch beide Spiele. Diese physische Version hat er mir zu seinem Homebrew-Spiel geschickt. Es ist Super Cooked, das ist eine Super Nintendo-Variante des Klassikers Overcooked. Zeige ich euch natürlich auch gleich an der Stelle. Vielen, vielen Dank an dich, Matthias. Ich finde es wirklich fantastisch, Super Nintendo Homebrew-Spiele zu entwickeln. Ich will gar nicht wissen, was da alles an Skills irgendwie nötig sind. Aber genug der langen Vorrede und Dankessagung. Fangen wir mit dem ersten Spiel an. Als großer Fan von Super Mario Land und natürlich auch Super Mario Land 2 auf den Game Boy war ich natürlich sehr erfreut zu hören, dass es auch eine Version für das Super Nintendo gibt. Und wie ihr seht, es sieht wirklich fantastisch aus. Hier natürlich vorweg, das ist natürlich ein reines Homebrew-Hobby-Projekt, dieses Spiel. Und hat natürlich keine Erlaubnis von Nintendo oder ähnliches. Die scheint es zu tolerieren, denn das Spiel ist ja schon länger zum Download verfügbar, aber ist natürlich überhaupt nichts mit dem offiziellen. Natürlich, wie immer, die Download-Links zu den beiden Homebrew-Spielen habe ich euch natürlich in das Kommentarfeld unten reingeschrieben. Und wie ihr seht, ist das Stil eher so ein bisschen an die New Super Mario Spiele angelehnt, was gar nicht so verkehrt ist. Das Spiel ist bis zu 4 Spielern spielbar sogar. Habe ich leider nicht getestet, sondern nur mit einem Spieler. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das Spiel einfach mal, denn so ein paar Sachen sind da auch geändert. Also ihr seht natürlich so, die Basics sind da, ne? Hab ich super vorgeführt, ne? Wunderbar einfach. Ich habe gerade irgendwie verpeilt, die richtige Taste zu drücken. Also seht, das Layout ist gleich. Die Grafik, finde ich, ist super umgesetzt worden. Und auch das ganze Spielverhalten und so weiter. Das kommt schon sehr nah, finde ich. Ja gut, das Level-Layout ist natürlich dasselbe entsprechend. Aber wie gesagt, ihr habt hier so ein paar kleine Änderungen noch. Übrigens, die Musik finde ich auch wirklich fantastisch. Die ist sehr gut auf 16-Bit entsprechend portiert worden. Haben viele, viele Leute dran hier teilgenommen und das mitentwickelt. Wer genau alles seht ihr natürlich dann auch auf der Download-Seite entsprechend. So, und zwar will ich euch hier mal das erste Level kurz mal zu Ende spielen. Ich wasche hier einfach mal so grob durch. Also sieht so, alles ist da. Was hier so ein bisschen natürlich auffällt, ist so hier diese Goombas und sowas. Die haben natürlich diesen einen spezifischen Stil. Ich schätze mal, da werden sie die Assets irgendwie aus den richtigen Vorlagen hier raus, ja, geklaut. Ich weiß, kann man Klauen sagen? Ich weiß es nicht. Also herausgezogen haben. Aber wie ihr bei diesen Grashüpfer gesehen habt, wenn die natürlich so ein bisschen ja, Super Mario Land spezifischer sind, man sieht schon so ein bisschen, dass sie vom Stil her etwas anders sind, finde ich. Ist es kein Vorwurf, sondern nur eine Feststellung, ganz einfach. Sie haben sogar hier so die Deko-Sachen, wie diese Sphinx hier, ziemlich gut umgesetzt, finde ich. So, mal gucken, dass ich hier auch das Richtige spiele. Genau, keine Angst, ich will euch hier was zeigen. Und zwar gibt es einen Wall Jump. Den gibt es natürlich hier im Original natürlich nicht, ne? Das heißt, wir können hier theoretisch, wenn wir uns nicht ganz so blöd anstellen wie ich, dann auch hier hochkommen und dann natürlich die Superpunkte uns holen. Ihr habt natürlich dann auch hier das Minispiel. Das haben sie alles richtig, richtig gut umgesetzt. Also ich finde, grundsätzlich ist es halt wirklich eine sehr, sehr, sehr treue Portierung einfach. Und ich finde es einfach wirklich richtig klasse, dieses Spiel jetzt auch mal in 16-Bit zu spielen. Ich meine, klar, ja, hier sieht man es wieder so ein bisschen an der Biene hier, ne? Auch da ist das Stil so. Also es ist schon dieser Semi-3D-Stil irgendwie, aber es fällt, finde ich, irgendwie auf, dass es entsprechend anders sind. Sogar hier diese Besonderheit, dass die Panzer ja bei dem ersten Super Mario Land Spiel nicht rumfliegen wie bei jedem anderen Super Mario Spiel, sondern explodieren, haben sie sogar eingebaut. Das finde ich richtig klasse. Und wie ihr sehen könnt, es spielt sich alles wunderbar. Es ist alles drin, die Levels sind drin und hier und da halt so eine ganz kleine Anpassung. Also es ist nicht wirklich eine 1 zu 1 Umsetzung.
aber wurde hier mit sehr vielen schönen Features entsprechend aufgewertet. Und das finde ich toll. Ja. Und ja, ich entwickle ja momentan ja auch so ein bisschen mein eigenes Gameboy-Homebrew-Spiel mit Gameboy Studio, was viel, viel Arbeit erleichtert. Sowas gibt es natürlich für Super Nintendo nicht. Deswegen habe ich hier für so ein Projekt, habe ich wirklich den allergrößten Respekt, muss ich sagen. Aber wie ihr sehen könnt, ist es wirklich richtig, richtig empfehlenswert. Finde ich richtig klasse, dieses Projekt. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu Super Cooked, was auch ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel ist. Und das Spiel hat der gute Matthias mit seinen Freunden wohl als Wochenendprojekt gestartet, hat er mir geschrieben. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, okay, da sollten wir vielleicht dann nochmal eine ja, vollkommen optimierte Version rausbringen. Und das ist es. Ja, ihr kennt vielleicht das Spiel Overcooked. Das ist ja wirklich so ein Multiplayer-Chaos-Spiel, wo man zusammen eine Küche irgendwie betreiben muss. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel zwar irgendwann mal angespielt, aber ich habe das jetzt nicht so tief in die Tiefe irgendwie großartig gespielt. Deswegen kann ich jetzt keine großartigen Vergleiche ziehen. Und so kann ich sagen, dass Super Cooked so ein bisschen ja das Intro zu dem Genre ist für mich so ein bisschen oder zu einem Spielstil, sage ich mal. Auch hier seht ihr, könnt ihr bis zu 4 Spieler spielen. Bei dem Spiel ist es natürlich wichtig, je mehr Spieler, desto mehr macht Spaß. Aber ihr könnt es auch alleine spielen, was ich euch jetzt einfach mal demonstriere. Was finde ich sofort auffällt, ist einfach diese liebevolle, richtig wunderbare Grafik. Also ihr seht schon, ihr habt eine richtig geile ja, Übersichtskarte und da habt ihr natürlich jetzt hier die einzelnen Missionen. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Und das Gute ist auch so für Noobs wie mich, entsprechend gibt es hier so ein Tutorial. Ich habe es natürlich hier schon etwas gespielt, deswegen weiß ich, was zu tun ist. Und zwar müsste hier in dem ersten Level Salat herstellen. Und das hat 2 Zutaten. Einmal ja, ein Salatkopf, Eisbergsalat nehme ich mal an, wird das sein. Und Tomaten. So, wie ihr seht, das ist unsere Küche. Hier gibt es verschiedene Stationen. Hier haben wir entsprechend immer die Zutaten. Hier sind die Schneidebretter, weil zum Salat müssen wir logischerweise ja, die einzelnen Zutaten entsprechend klein machen. Dann habt ihr hier ein Waschbecken, wo ihr dann entsprechend das dreckige Geschirr waschen könnt. Und hier habt ihr einen Mülleimer. So, also wie ihr seht, müssen wir jetzt vorbereiten. Genau, kurz hier mit Y könnt ihr hier die ganzen Sachen hier entsprechend kaputt schneiden. So, genau, hier kriegt ihr dann entsprechend die Teller und wir müssen natürlich dann hier entsprechend die Zutaten jeweils hier drauf machen. Teller ist fertig. So, und können wir jetzt zur Ausgabe schicken. So, ne, also so ist das im Prinzip alles geregelt. In den späteren Leveln könnt ihr euch vorstellen, es gibt komplexere Rezepte und vor allen Dingen auch ja, komplexere, also abwechslungsreiche Sachen. Ne? Also das heißt, ihr habt irgendwie 5 Menüs, die ihr herstellen müsst und dadurch kommt ihr natürlich sehr viel ins Schwitzen, was bereitet ihr wie vor und so weiter. Denn Zeit ist hier natürlich Geld. So, also hier habt ihr noch entsprechend den Teller, den wir natürlich jetzt auch waschen müssen. So, den stellen wir dann einmal dann hier hin. So, also, wir haben jetzt so ein bisschen das Tutorial, haben wir jetzt durch. Genau, wie hier steht. Ist leider alles auf Englisch, aber ich denke mal, im Prinzip ist das Spielprinzip ganz gut verständlich. Also wenn wir hier mal ein Rezept irgendwie verkacken, dann können wir es einfach dann in den Mülleimer reintun und das war's dann entsprechend. So, also hier seht ihr oben links dann entsprechend die Bestellungen, die hier reingekommen sind. Also es ist ein Salat, den machen wir natürlich. So, und einmal fertig. Sondern das Essen hole ich schon mal die Zutaten fürs nächste. Also im Prinzip ist das Wichtigste wirklich das entsprechende Zeitmanagement. Und ihr könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr das mit mehreren Personen hier alles spielt, wird das halt wirklich immer, immer komplexer und ja, wirklich chaotischer. Ne? Also so als Singleplayer, okay, kann man es ganz gut spielen, aber die wahre Faszination hat das Spiel dann natürlich wirklich, wenn ihr es mit mehreren spielt. Also wirklich mal schnappt euch ein paar alkoholische oder nicht alkoholische Getränke, je nachdem, wie ihr tickt. Schnappt euch mal ein paar Freunde und spielt das dann mal auch entweder auf dem Emulator oder ja, käuflich ist es leider nicht zu erwerben auf einer richtigen Cartridge irgendwie. Gefühlt ist das in der Super Nintendo Homebrew-Welt gar nicht so verbreitet wie mittlerweile wirklich auf dem Gameboy-Markt. Ne? Also zumindest soweit ich das weiß. Es kann natürlich auch sein,
dass ich so ein bisschen da nicht die Kenntnisse habe, weil ich natürlich in der Gameboy-Szene, sage ich mal, mehr drin bin als bei der Super Nintendo. Und ja, also ich finde, die Grafik, die ist richtig liebevoll und richtig geil. Die Musik passt auch einfach, die dudelt so perfekt so vor sich hin. Also es ist wirklich alles passend. Also ich lasse mir so ein bisschen Zeit hier, weil, ja, also ihr könnt es natürlich auf Zeit spielen, ihr könnt es natürlich hier alles irgendwie optimiert machen. Bin ich wie immer zu sehr irgendwie ein Dulli zu. Ich will hier nur kurz mal das Level entsprechend beenden, damit ich euch das zweite Level irgendwie zeigen kann. So. Wie ihr seht, die Musik wird schneller, das heißt, die Zeit wird die Zeit wird immer knapper. So, alles klar. Dann speichern wir und weiter. So, sind wir hier fertig und dann können wir hier zum nächsten Level, das ist die Street Food Stage. So, wie ihr seht, das Küchenlayout ist halt wirklich immer so eine wichtige Sache. Wie ihr seht, das ist natürlich hier jetzt ganz anders. Ihr habt hier ganz andere, ja, labyrinthartige Sachen entsprechend. Und wir haben hier auch schon jetzt auch ein anderes Rezept, nämlich Pasta. Und hier müssen wir so ein bisschen im Voraus denken, indem wir natürlich erstmal die Pasta kochen lassen. Ne? Das macht das hier alles automatisch. Das heißt, ihr habt hier dann wirklich so ein bisschen einen Zeitfaktor da. Mit der Tomate machen wir dann entsprechend die Tomatensauce. Und wenn das hier fertig ist, dann müssen wir das natürlich hier auch entsprechend richtig ja, mit gutem Timing denn da quasi dann abholen. Denn wenn das jetzt zu lange die Nudeln auf dem Topf oder im kochenden Wasser sind, werden die natürlich labbrig. Will natürlich keiner haben. Ne? So. Und hier dann einmal zur Ausgabe. So, dann packt man hier schon mal die nächste Pasta mit rein. Ich hoffe, das geht hier einigermaßen. So. Ich glaube, das war falsch. Das merke ich gerade, weil ich glaube, ich erst den Teller irgendwie abwaschen muss. Ihr könnt euch vorstellen, so ein Multiplayer könnt ihr das euch entsprechend dann halt aufteilen. Ne? Nach dem Motto, der eine macht das Geschirr fertig. Aber wie ihr seht, ah, okay. Ist dahin. So, also, dann einmal ab zum Mülleimer. Ich hab's verkackt. So. Machen wir jetzt noch einmal ganz normal neu. Ja, und so kommen halt wirklich viele kleine lustige Elemente rein. Ich will euch da jetzt auch gar nicht mehr zeigen. Ihr seht schon, das Spiel ist richtig, richtig, richtig gut umgesetzt und vor allen Dingen mit viel Liebe zum allen. Ich mag einfach diesen Grafikstil, der einfach so super süß und knuddelig ist. Der passt perfekt wirklich zu dem System und ich sag euch, wenn das Spiel so damals erschienen wäre, das wäre wirklich richtig, richtig gut angekommen. Ich finde es wirklich immer wieder faszinierend, was Leute als Homebrew raushauen können. An dieser Stelle wirklich vielen Dank an dich, dass du mir auch die physische Version zugeschickt hast, die es da so gar nicht zu kaufen gibt. Finde ich richtig, richtig klasse. Und ja, vielleicht konnte ich euch etwas inspirieren, was ihr als nächstes an Homebrew-Spielen spielt. Wie gesagt, die Download-Links habe ich euch in die Beschreibung getan und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut!